Auch die Vorwürfe gegen eine ehemalige Mitarbeiterin eines Seniorenheims in Göppingen-Bardenbach wiegen schwer. Die 47-Jährige soll mehrere schwer demente Bewohner in dem Pflegeheim sexuell misshandelt haben. Heute äußerte sich der Vorstand des Trägervereins des Heims und zeigte sich schockiert. So hat sich die Zahl der Opfer von 3 auf 6 erhöht. 2 Männer und 4 Frauen im Alter von 75 bis 91 Jahren. Laut Polizei kam es zwischen August und Oktober vergangenen Jahres während der Körperpflege zu den Übergriffen. Davon soll die Tatverdächtige auch Fotos und Videos für einen Bekannten gemacht haben. Dieser sitzt wie die 47-Jährige in Untersuchungshaft. Bei der Frau soll es sich um eine Einzeltäterin handeln. Die Ermittlungen dauern an.